Kann ein wiedergeborener Christ verloren gehen? Was sagt der Hebräerbrief, wenn dort die Rede ist von Abgleiten und Abfallen? Der Hebräerbrief ist ein besonderer Brief, ein sehr jüdischer Brief. Der Hebräerbrief wurde nicht an eine christliche Gemeinde geschrieben, sondern an die Hebräer. Das waren Juden in Palästina, in einer Zeit des Umbruchs. Denn in Palästina, in dem Jahrhunderte das Judentum vorherrschte, verbreiteten nun die Apostel die gute Botschaft von Jesus Christus. Sie verkündigten die große Errettung. Und im Hebräerbrief wird nun der christliche Glauben dem Judentum gegenübergestellt. Der christliche Glaube als das Bessere ist der Glaube, der nun das Judentum ablöst. Und das Judentum ist lediglich der Schatten von einem Körper und der Körper selbst ist Jesus Christus. Diese Botschaft wurde verkündigt in Palästina und aus diesen Hebräern kristallisierten sich drei Personengruppen heraus. Erstens, viele Hebräer bekehrten sich zu Jesus Christus. Sie wurden wiedergeborene Christen, aber sie wurden massiv verfolgt von den Juden, die sich nicht bekehrten. Deshalb werden diese wiedergeborenen Christen ermutigt, durchzuhalten in diesen Leiden der Verfolgung. Es gab eine zweite Personengruppe, die Unentschlossenen. Es gab Hebräer, die hörten zum ersten Mal die gute Botschaft von Jesus Christus. Sie hörten zum ersten Mal von der großen Errettung und standen nun vor der Entscheidung, diese Botschaft anzunehmen im Glauben oder abzulehnen im Unglauben. Vor dieser Entscheidung standen sie und im Hebräerbrief werden sie ermahnt, diese gute Botschaft von der großen Errettung im Glauben anzunehmen. Denn wenn sie das ablehnen würden, käme das gleich eines Abfalls, eines Abgleitens. Sie würden die Errettung verfehlen, sie würden abgleiten von dieser großen Errettung. Und es gab eine dritte Personengruppe, die erweckten Hebräer. Das heißt, es gab Hebräer, die haben die Wahrheit erkannt. Sie erkannten, dass Jesus Christus der Retter ist. Sie waren Zeugen der Wirkungen des Heiligen Geistes. Sie erkannten die Vorzüge des christlichen Glaubens. Aber anstatt sich zu bekehren, wandten sie sich ab aus Angst vor Verfolgung. Sie lehnten die Botschaft ab. Und das gleicht einem Abfall, denn sie mit diesem Verhalten verwarfen sie nicht nur den christlichen Glauben, sondern Gott selbst, Jesus Christus selbst. Sie fielen ab von Jesus Christus, sie kreuzigten quasi Jesus Christus für sich selbst und traten ihn mit den Füßen. Das ist der Gedanke. Und wir haben heute noch diese drei Personengruppen. Sie sind heute noch vorzufinden, aber hier geht es nicht um die Verlierbarkeit des Heils eines wiedergeborenen Christen.